Das sind die schönen Mama-Teppiche, kann man so sagen. Die sie wirklich, also er machte so das Design und sie sorgte dafür, dass es dann auch webbar war. Die Liebe dauert oder dauert nicht, da steht es nochmal. 2005. Ne? Ja, das waren die beiden Sharpers, die eben nach dem Krieg, also sich schon als Kinder gekannt haben, nicht als Jugendliche. Ja. Und nach dem Krieg ist er wieder zu Susanne zurück. Und beide sind lediert mit Flicken und kaputt durch den Krieg und armselig. Aber sie halten zusammen, nicht? Die Hände führen da zusammen. Und das finde ich wirklich sehr schön, wie er das gemacht hat. Ja, also sie hatten grundsätzlich immer diese Teppiche. Ne? Das war so schön. Also das war so, wenn sie die Teppiche machten, dann war alles in Ordnung. Da muss ich sagen, das war sehr schön gemacht. Und dann waren ja viele Ausstellungen noch in den 90ern. Wir sehen hier diesen kleinen, harmlosen, hübschen Teppich. In Handarbeit zusammengewebt von meinen Eltern, deren Sohn etwas bauen. Sie haben alle Teppiche zusammengewebt. Und das ist mit Alpha und Omega, nicht? Anfang und Ende.